Das war jetzt 2015. Und? Wie war es für euch, Leute? Lola, Lola. Oh, feines Mädchen. Feines Mädchen. Feines Mädchen. Ja, liebe Freunde. Heiligabend 2015. So richtig nach meinem Geschmack. So ein Mann ist bei seiner Mama, also versorgt, und ich kann mich hier im Wald austoben. Lager habe ich aufgebaut, Paddock steht, Luftmatratze, Schlafsack, alles drin. Mir ist so beim Aufbau aufgefallen, ich habe das Paddock falsch aufgebaut, mit der Halsöffnung falsch rum. Und probiere gerade dem Alex seine Geschichte mit dem Thunfisch. Kannte ich noch nicht. Thunfischdose öffnen, allerdings Thunfisch in Öl, sonst klappt es logischerweise nicht. Taschentuch drauf, anzünden und runterbrennen lassen. Dann soll man leckeren, warmen Thunfisch haben. Das ist das, was hier vorne so hell macht. Coole Sache. Werde ich mal ausprobieren, weil wie gesagt, man lernt nie aus. Der Hobo köchelt da vor sich hin. Allerdings ist hier alles klatschnass. Und es ist schwierig, da hoffentlich ein vernünftiges Feuer hinzukriegen. Ich hoffe, es klappt. Muss man dranbleiben. Ja. Ist ja schon an anderer Stelle mal jetzt gesagt worden, es wird ein Paddock Version 2 geben. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ich hoffe, ich kann mir das leisten und erwerben. Da möchte ich euch weiter auf dem Laufenden halten. Rückblickend war es ein interessantes Jahr, was das Hobby angeht. Alles andere war eigentlich nicht so toll, aber muss man durch. Was ich cool fand, ist, dass es irgendwie jetzt bei YouTube so funktioniert hat. Ich habe ja meinen Kanal eigentlich erst so richtig angefangen. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich glaube dieses Jahr zu betreiben, zumindest was das Hobby hier angeht. Und ich muss sagen, ich habe da jetzt so ein paar Leute kennengelernt, halt über YouTube. Es sind keine Freunde, es sind halt Hobbykollegen. Ich einfach sagen muss, ja, cool. Weil jeder von uns, glaube ich, ist auch so ein bisschen Einzelgänger. Aber nicht so ganz. Also ich glaube, wir sind so, und zumindest für mich ist es so, ich spreche jetzt mal nur für mich, dass ich das Hobby schon gerne alleine ausübe, alleine gerne mit Lola im Wald bin oder mit so einem Mann, ist aber auch wieder schon was anderes. Mich gerne mit anderen Leuten austausche, was so Erfahrungen angeht und wer was wie macht, wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Thunfisch, finde ich eine coole Sache, weil total easy. Tausche mich gerne mit anderen Leuten aus, unterhalte mich auch gerne über das Hobby, aber ich glaube, ich bin da doch lieber für mich alleine, dann habe ich so meine Ruhe. Und das mit den Videos, ja gut, müssen wir sehen. Ich brauche, wie gesagt, keine 1000 oder 2000 Abonnenten. Da kommt es mir gar nicht drauf an. Naja, bei kaltem Wasser einrühren. Machen wir das mal. Es gibt
Spargelcremesuppe. Muss anders machen. Wackel, wackel. Ich habe mir ja extra so einen kleinen Schneebesen gekauft. Aber was nützt der beste Schneebesen, wenn man den dann nicht dabei hat? Ist doch wenig, ne? Ja, was habe ich für nächstes Jahr geplant? Mehr draußen zu sein, das Hobby ein bisschen zu vertiefen. Zu schauen, wie sich das alles so mal entwickelt. Mal gucken, was da noch so kommt. Sag mal, Alex, wie lange soll ich das Zeug jetzt verbrennen lassen? Bis es ausgeht, glaube ich. Ja. Wie dem so ist. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich bin jetzt zertifizierter Wolfsbotschafter beim NABU. Sicherlich eine Tätigkeit, die auch nicht bei allen positiv gesehen wird. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Meinungen. Wenn ich Wolfsbotschafter bin, dann ist meine Meinung dazu wohl klar. Da werde ich ein bisschen aktiver werden. Ich werde versuchen, nächstes Jahr dann hier auch ein bisschen mehr wieder in Richtung Tierfotografie zu machen. Habe ich dieses Jahr eigentlich so gut wie gar nicht. Aber an erster Stelle wird natürlich so eine Mann stehen. Ne? Also. Das ist klar. Ja. Ja, dieses Jahr. Aus persönlicher Sicht kann es jetzt nur noch bergauf gehen. Warten wir mal ab, was passiert. War ein interessantes Jahr. Auch durch die ganze Flüchtlingsdebatte hat man, glaube ich, doch mal bei dem einen oder anderen hinter die Stirn geguckt und hat so mal erfahren, wo derjenige steht, wie er tickt. War sehr interessant, teilweise auch enttäuschend. Von manchen Leuten da Reaktionen kamen, von denen ich es nicht erwartet habe, dass die da so reagieren.
Muss ich jetzt aber auch nicht ins Detail gehen, weil wäre jetzt müßig, würde den Rahmen auch sprengen. Auf der anderen Seite habe ich dieses Jahr auch erfahren, nach so meiner ganzen persönlichen Geschichte, dass so in Notsituationen, ich meine, das weiß eigentlich jeder, wenig Freunde übrig bleiben. Dass der Begriff Freundschaft nicht für jeden gleich zählt. Ich habe da aber auch einiges Positive erfahren, klar, wo ich auch erstaunt war. Ja. Lola sitzt da total aufgeregt und beobachtet gerade den Hang da oben. Den werde ich gleich anleihen, wenn ich zu Bett gehe. Ja, also es gibt heute ein famoses weihnachtliches Menü. Spargelcremesuppe mit warmem Thunfisch. Ja. Ja, wie gesagt, war ein interessantes Jahr. Und wir schauen mal, was nächstes Jahr kommt. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich werde sehen, dass ich halt häufiger im Wald bin. Weil ich finde das für mich selber wichtig. Weil ich hier mal so richtig abschalten kann. Ich denke mal, das Gefühl kennen die Leute, die es machen. Wenn man dann mal einfach so in der Natur ist, auch wenn hier in meinem Haustal sehr viel Straßenlärm ist, unten hört es vielleicht jetzt auch noch, ist es ja aber trotzdem irgendwo ruhig. Ich werde meine Tätigkeit beim NABU intensiver betreiben. Da habe ich ja noch jetzt gar nicht losgelegt. Da werde ich also nächstes Jahr dann einiges dann doch mal machen, damit da mal was passiert in der Richtung. Aber was nützt mir das beste Zertifikat, wenn ich dann nachher nichts mache? Ich finde es wichtig, da was zu machen. Kann man die Dose eigentlich ranfassen oder ist sie jetzt so heiß? Oh! Und es wird warm. Also mit dem Holz ist heute hier wirklich total ätzend. Ich mache jetzt mal hier Licht an. Weil ich denke mal, dass das jetzt hier so weit durch ist. Das kann ich wohl jetzt. Schmeiße ich jetzt mal da ins Feuer. Und was ist dann so passiert? Da ist ja im Öl getaucht. Ja. Alex, danke fürs Zeigen.
Coole Sache. Der Thunfisch. Hätte ich ja nicht gedacht. Klar kann man auch die Dose aufs Feuer stellen. Aber es ist ja nicht dasselbe. Oh, die Lola muss gleich auch noch versorgt werden. Ah ja, und ich muss mal bei mir, ich bin ja umgezogen, und ich muss unbedingt im Keller gucken oder in der Garage. Ich habe irgendwo noch vernünftiges Kochgeschirr und habe mir jetzt von zu Hause diesen Kochtopf mitgenommen. Das ist schon ein bisschen unpraktisch. Das geht damit auch, klar. Und was ich machen werde ist, ich habe ja viel rumexperimentiert dieses Jahr mit Kochern. Also auf jeden Fall ist mein Holzvergaser immer noch einer meiner Lieblinge. Aber ich werde mir wahrscheinlich die Bushbox XXL holen. Ich habe was gespart. Weil da kann ich ja auch diesen Brennspirituskocher in den Trangia reinpacken. Auch den Notkocher der Schweizer Armee. Der passt da wohl auch rein. So wie der Carlos das mal gezeigt hat. Eine Riesenportion Spargelcremesuppe. Ich muss mal gucken, dass ich mir die zu Hause mal kleiner ihr wisst, was ich meine, in kleineren Einheiten verpacke. Genau so. Weil das ist mir eigentlich viel zu viel. Gut, wenn du jetzt den ganzen Tag auf Wanderung warst, dann kommt das vielleicht genau richtig. Das wird ein bisschen frisch. Aber nur, weil Wind aufkommt. Ja, mit dem Feuer da unten, das gefällt mir auch nicht. Aber wie gesagt, das ist alles ziemlich nass hier und du benötigst eben verdammt viel Energie, um das Holz, das feuchte Holz, trocken zu bekommen, um das dann zu entzünden. Also geht dir schon die ganze Energie verloren. Wie gesagt, hätte ich jetzt den Holzvergaser bei, aber er ist jetzt besser mit bedient. 100 Pro. Jetzt sitze ich hier im Qualm des Hobos. Kann der Hobo aber nichts für.
Das ist Masse Holz. Also da ist auch echt blöd, dass ich nicht früher hier war. Als ich angekommen bin, war es schon ziemlich dunkel. Denn das Holz hier, was ich hier in unmittelbarer Nähe gefunden habe, das ist wirklich klatschnass. Und wenn man hier Boden guckt, das ist also irre, wie nass das hier alles ist. Und meine Spargelcremesuppe, die kocht da also jetzt schon seit Stunden vor sich hin. Das aber einfach nur an diesem bescheidenen Brennmaterial liegt. Ich möchte die einmal aufgekocht haben. Wenn das so weitergeht, dann koche ich die ein. Kommt ja gar nicht richtig zum Kochen. Aber ist ja auch eine Menge. 3/4 Liter. Schon viel. Ja, aber ich freue mich auf die Nacht. Wird bestimmt lustig. Wird bestimmt angenehm. Wobei es mir ehrlich gesagt lieber wäre, es wäre jetzt so richtig Dezemberwetter. Okay, weiße Weihnacht haben wir ja sehr, sehr selten. Ich weiß auch gar nicht, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat mit der weißen Weihnacht. Also wenn ich mal so zurückblicke, so oft eine weiße Weihnacht haben wir eigentlich nie gehabt. Eigentlich immer nur so eine Sehnsucht, die irgendwie so geweckt wurde. Woher das eigentlich kommt mit der weißen Weihnacht, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass dieses warme Wetter, was wir jetzt haben, dass das eine Geschichte der Klimaerwärmung ist. Es gab ja immer schon mal Zeiten, in denen es wärmer war und Zeiten, in denen es wieder kalt war. Also im Endeffekt, so, wie soll man sagen, es gibt ja so ein periodisches Verhalten zwischen Eis- und Warmzeiten, sage ich jetzt mal. Und ich denke mal, dass es innerhalb dieser Perioden von warm und kalt, also von Eis- und Eiszeiten und Warmzeiten, dann auch nochmal Perioden gibt, wo es dann in der Eiszeit besonders eisig ist, weil eben bestimmte Konstellationen da erzielt werden. Und in der Warmzeit, in der wir uns ja befinden, ebenfalls. Und das haben wir halt jetzt, und das erleben wir halt. Lieber wäre mir natürlich klar, ganz ehrlich, wenn wir jetzt also minus 5, minus 10, 12 Grad hätten und am liebsten, also wirklich am liebsten, einen halben Meter Schnee. Das wäre zu genial. So, dass du richtig so dich durch den Schnee kämpfen musst. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Klar, im Sommer ist natürlich auch nicht schlecht. Aber mal so ein richtiges Winterwetter zu haben, ich glaube,
würde vielen von uns so richtig Spaß machen. Ein Blatt. So. Dann werde ich jetzt erstmal der Lola ihr Fressen geben. Seltsam von Lola. Mal gucken, ob ich das habe.